Als ich vor 6 Jahren vor meiner ersten Reise alleine stand, hatte ich Ängste, so wie jeder. Ich machte mir Sorgen, schaffe ich das? Sollte ich diesen Trip wirklich machen? Gott sei Dank bin ich damals über meinen Schatten gesprungen und habe dieses Abenteuer gewagt, dem noch viele weitere Abenteuer alleine folgten. Und ich will auch, dass du diesen Schritt wagst. Heute, Jahre später, habe ich um einiges mehr Erfahrung am alleine Reisen und einige Tipps gesammelt, die ich dir gerne mitgeben würde auf deine erste Reise und hoffe, dass dir der Einstieg leichter gefällt und du wirklich diese Entscheidung fällst, deinen Trip alleine zu wagen. Viel Spaß! Wenn es irgendwie möglich ist, versuche die Basics der Landessprache zu lernen. Natürlich ist das in vielen Ländern etwas schwierig, sich schnell mal Chinesisch beizubringen, Japanisch oder Thailändisch, das halte ich fast für unmöglich. Aber Sprachen wie Spanisch hat man zumindest Basics schnell einmal. Lad dir eine App herunter, Duolingo oder Drops eignen sich da perfekt. Und beginne bereits, dich etwas mit der Sprache vertraut zu machen. Du kannst nicht erwarten, dass du dann mit den Einheimischen stundenlang Konversationen beim Lagerfeuer oder irgendwo führst, aber zumindest wirst du dich leichter tun, wenn du eine Speisekarte auf Spanisch vor dir hast und dann schon ein paar Begriffe zumindest verstehst. Du wirst dich auf alle Fälle leichter tun. Noch besser wäre es natürlich, wenn du die Sprache vorher lernen würdest, aber dafür haben wir nicht immer Zeit. Es gibt einfach viel zu viele Sprachen auf dieser Welt. Solltest du dir nicht sicher sein, ob das wirklich etwas für dich ist, dieses Alleinereisen? Warum? Probierst du es nicht einfach mal aus? Mach einen Wochenendtrip. Irgendwo in die Nähe, zum Beispiel nach Italien oder mit dem Flieger nach Barcelona oder Madrid. Geh dort in ein Hostel und probier einfach mal, wie es so ist. Denn was kann schon schiefgehen in 4 Tagen? Wenn es dir nicht gefällt, kommst du eh bald wieder zurück und kannst das nächste Mal vielleicht mit Freunden reisen. Natürlich ist es nicht dasselbe, wenn ich jetzt 2 Monate Mittelamerika alleine fahre oder über ein verlängertes Wochenende nach Rom. Das sind 2 verschiedene Welten, da du nie wirklich so in dieses Reisegefühl reinkommst mit nur 4 Tagen, als wie wenn du wirklich 2 Monate unterwegs bist. Aber du kannst zumindest schon ein Gespür bekommen, dass du nicht alleine sein wirst, dass die Ängste, die du hast jetzt, vielleicht komplett unbegründet sind. Und wenn du 4 Tage mal überstanden hast, dann kannst du ja auch gleich länger planen. Also ich halte das für eine sehr gute Idee. Dein allererstes Ziel kannst du auch etwas gezielter wählen als vielleicht eines bei deinem 6. Trip. Damit meine ich, du kannst dir ein Land aussuchen, in dem man vielleicht sogar Englisch spricht. Das heißt, du verstehst die Sprache bereits. Oder du suchst dir ein Land aus, das sicherer zum Bereisen ist, wie ich bereits erwähnt habe in meinen Sicherheitstipps. Was aber auch immer gut ist, ist ein Land, das sehr viele Reisende wählen. Zum Beispiel Thailand. Thailand ist ein tolles Land, da du extremst viele Reisende begegnen wirst und sicher nicht alleine reist. Es gibt natürlich viele, die in diese Richtung sind, aber das sind super Einsteigerländer, weil viele Reisende dorthin reisen. Und es gibt bessere Infrastruktur, mehr Hostels, die Leute dort sind Touristen viel mehr gewöhnt und du lernst sicher wem kennen. Es gibt auch viel mehr Inhalt über all diese Länder im Internet, Blogs, wo Leute ihre Erfahrungen teilen und du dir einen Einblick schaffen kannst. Also wenn möglich, wähle dein Ziel etwas klüger, damit du dich wohlfühlst mit deiner Wahl. Der nächste Tipp ist etwas, was ich wirklich selbst gemacht habe. Ich hatte extreme Angst vor dem Alleinreisen, wusste nicht, wie funktioniert das mit dem Reisen. Ich wusste nicht mal, um ehrlich zu sein, was ein Hostel ist. Als ich anfing, buchte ich Gruppenreisen. Das heißt, ich bin alleine von daheim weggestartet, habe auch niemanden in der Destination gekannt, aber ich wusste, dort erwartet mich eine Gruppe von 15 Leuten, die mit mir weiterreisen. Da ist ein Guide, der den Weg geplant hat. Die Unterkünfte sind gebucht. Ich muss mich nicht damit beschäftigen, wo könnte ich schlafen, wo ist es sicher zu schlafen, welche Gegenden, wie komme ich von A nach B. Das alles war organisiert. Das hat mir den Einstieg mega erleichtert. Im Großen und Ganzen bin ich ziemlich froh, dass ich diese Reisen gemacht habe. Auch wenn ich heute nicht mehr so reisen würde, da ich die Freiheit liebe, an einen Ort zu fahren und dort auch zu bleiben, wenn ich länger bleiben will. Aber es hat mir den Einstieg so viel erleichtert. Also wenn du noch Angst hast und Sorgen hast, buch eine Gruppenreise. Das wird es so viel leichter für dich machen.
Eine weitere Sache, die ich dir empfehlen würde, ist, nimm einen Reiseführer mit. Das klingt extrem altmodisch und vielleicht wirklich damit auch altmodisch. Es gibt diese Reiseführer auch für den Kindle. Wenn du nicht unbedingt ein Buch mitschleppen wirst, dann kannst du es auch für den Kindle herunterladen, auch für dein Tablet. Aber ich empfehle dir, dass du trotzdem wirklich ein Buch mitnimmst. Ich hatte es noch fast auf all meinen Reisen, außer wenn es kleine Reisen in Europa war, weil in Europa weiß ich, dass ich mich im Roaming überall Internet habe. Aber in Mittelamerika oder Thailand, wenn du auf der Straße stehst und dann stehst du vor dem Hostel, zu dem du wolltest, das du aber noch nicht gebucht hast und es ist voll und du musst zu einem anderen Hostel, dann hilft es, wenn du den Reiseführer aufschlagen kannst und sagst, welche Hostels empfehlen sie mir, welche sind in derselben Straße. Auch hast du kleine Karten drinnen, wo du dich in einer Stadt orientieren kannst oder einfach nur Restaurants. Ich hasse es, nach Restaurants zu suchen. Da liebe ich einen Reiseführer, der dir die 10 besten Restaurants aufzählt. Natürlich findest du vielleicht das ein oder andere kleine Juwel, wenn du nicht gerade im Reiseführer nachschaust. Aber im Zweifelsfall weißt du zumindest, alles, was im Reiseführer steht, kann hilfreich sein. Oft haben sie auch von einem Ort zum nächsten Stand, wie du am besten hinkommst. Mit Flug, mit Bus, welche Buslinie, welche Organisation vertrauenswürdig ist. Und das ist einfach Gold wert in so einem Moment, wenn du deine ganze Reise alleine planst. Und ich habe einfach immer noch lieber ein Buch in der Hand, das ich mitten auf der Straße rausholen kann, als wie mein Handy oder irgendwelche digitalen Geräte, die mir vielleicht sogar aus der Hand gerissen und geklaut werden. Weil wenn mir das Buch geklaut wird, das waren 10 Euro, das werde ich überleben. Wenn du in einer Stadt bist, dann kannst du fast immer eine Free Walking Tour machen. Es ist wirklich toll, um erstens Leute kennenzulernen, da alle, die mit dir auf dieser Walking-Tour sind, kommen gerade in diese Stadt, haben noch nicht viel von der Stadt gesehen, wollen dieselben Sehenswürdigkeiten wie du vermutlich sehen, sind vielleicht sogar von deinem Hostel und somit kannst du einfach Leute kennenlernen, die gleichen Ziele, gleichen Interessen wie du haben und vielleicht hast du dann für den Nachmittag schon die Gesellschaft, für das Museum, das du sehen willst oder für den nächsten Tag, für ein Ausflugziel, dass 3-4 Leute gemeinsam sogar machen, das, wo du dich anhängen kannst. Und auch bekommst du bei einer Free Walking Tour einen sehr interessanten Einblick in eine Stadt. Du hast dabei einen Guide, der dort lebt, der sich auskennt, der dir etwas Hintergrund zur Geschichte gibt, wodurch du natürlich anders durch die Straßen läufst. Und auch kannst du dem Guide, und das empfehle ich dir wirklich, alles fragen. Am Ende jeder Walking Tour kannst du sicher zu ihm zurückgehen und fragen, was würdest du denn empfehlen zum Essen gehen für heute auf Nacht? Oder wir wollen heute in eine Bar gehen. Welche Bar ist denn wirklich hip und angesagt hier in der Gegend? Und er wird dir die richtigen Insider-Tipps geben, die du so einfach nicht wiederbekommen wirst. Das könnte dich Stunden auf Google kosten, was dir einer einfach in einer Minute sagen kann. Also geh auf diese Walking-Tours. Im Zusammenhang mit Destinationen solltest du auf alle Fälle Honeymoon-Destinationen vermeiden. Da denke ich zum Beispiel an Malediven. Wenn alle mit ihrem Partner dort sind und du dann alleine sitzt, du wirst dich einsam fühlen. Auch sind oft, wenn es wirklich so Destinationen sind, die ausgelegt sind auf Paare, gibt es natürlich viel mehr Hotels mit Doppelzimmer, die wirklich die Angebote haben, die Paare wollen und weniger für Backpacker. Wenn dein Traum ist, jetzt auf die Malediven zu gehen, sage ich nicht, du wirst es nie machen und erst recht nicht alleine. Du kannst das schon irgendwann in naher Zukunft machen und vielleicht gibt es auch Hostels auf die Malediven, ich habe mich da wirklich nicht erkundigt. Aber für deine erste Reise such dir was Leichteres aus. Du musst dir das Leben nicht schwerer machen, als es vielleicht eh schon ist. Also konzentriere dich auf wirkliche Backpacker-Destinationen, wie ich eigentlich vorher auch schon erwähnt habe. Reise bitte unbedingt mit einem Rucksack. Ich weiß, wenn du vorher nur mit deinen Eltern unterwegs warst oder nur All-Inclusive-Urlaube gemacht hast, dann bist du mit dem Koffer unterwegs. Da das viel feiner ist, da du den Koffer einfach mit den Rädern rausschleppst, über zum Flughafen gehst, dort eincheckst, das ist dein Hardkoffer, es kann deinem Zeug nichts passieren. Also von so her ist es natürlich viel besser. Auch musst du ja eigentlich nur zum Flughafen, vom Flughafen dann zum Hotel und da packst du ihn ja eh wieder aus. Diese Backpacker-Reisen, wenn du alleine unterwegs bist und viele Orte siehst, laufen jedoch anders ab. Du wirst deinen Rucksack oder eben deinen Koffer die ganze Zeit mit dir rumschleppen müssen. Und es gibt ziemlich viele Destinationen oder Gassen, wo ein Koffer einfach unpraktisch ist. Der Rucksack, den spannst du dir auf den Rücken, dann hast du noch einen Tagesrucksack vorne herum und du kannst dich frei bewegen. Auch viele Busunternehmen verlangen vielleicht einen extra Aufpreis für einen Koffer oder
gewisse offizielle Busunternehmen, also Public Transport, kannst du ihn vielleicht gar nicht so einfach mitnehmen, wie du dir vielleicht denkst. Und wer will schon den ganzen Tag einen Koffer rumschleppen, auch wenn er Rollen hat? Nimm einen Rucksack mit. Wirklich, nimm einen Rucksack mit. Denk einfach nicht über den Rest nach. Auch solltest du dich mit anderen Reisenden austauschen, speziell mit Alleinreisenden. Und dabei meine ich nicht nur auf deiner Reise im Hostel. Natürlich wirst du dich in den Aufenthaltsraum setzen und dort mit anderen Leuten quatschen. Aber auch schon im Vorhinein, wenn du noch Ängste hast, lies dir Blogs durch, so wie meinen, um mehr zu erfahren, wie das ist als Alleinreisende. Auch gibt es viele Foren, in denen du schreiben kannst, oder eine Facebook-Gruppe für Alleinreisende. Es gibt eigentlich heute im Internet fast alles. Solltest du noch irgendwelche speziellen Bedenken haben, kannst du hier auch kommentieren. Ich werde sicher deine im Kommentar lesen und beantworten. Tausch dich aus und du wirst sehen, all deine Sorgen können beantwortet werden und es gibt sicher eine Lösung für alles. Auch kannst du dir ein bisschen die Sorgen nehmen, wenn du gewisse Dinge im Vorhinein reservierst. Du musst nicht unbedingt die ganze Reise reservieren. Das hängt ein bisschen von deiner Persönlichkeit ab und ob du gern alles durchorganisiert hast oder lieber etwas flexibel bleibst. Du solltest in beiden Fällen wirklich darauf gehen, womit du dich wohlfühlst. Wenn du gern die ganze Reise durchorganisiert hast und durchgeplant hast, dann mach das. Wenn du aber lieber frei reisen willst und flexibel sein willst, dann kann ich dir nur empfehlen, die ersten Tage zu organisieren. Ich buche immer die ersten 3 Nächte. Da ich genau weiß, ich komme in einem neuen Land an, ich komme vielleicht spät an, ich kenne das Land nicht, ich weiß nicht, wie die Dinge so laufen, vielleicht habe ich dann noch einen Jetlag, bin müde, weil ich im Flieger nichts geschlafen habe, ich will mir nicht noch ein Hostel suchen müssen. Sogar meinen Zubringer zum Hostel organisiere ich oft im Vorhinein, dass ich weiß, dass da zumindest nichts schief geht. Wenn ich dann einmal im Hostel bin, dann kann ich mich ja schlafen legen und einfinden in die Gegend und dann nach 2 Tagen bin ich auch bereit, wirklich loszustarten, loszureisen und dort alles ganz spontan zu planen. Ich habe es zwar schon jetzt ziemlich oft erwähnt in den letzten Tipps, die ich dir gegeben habe, aber übernachte in einem Hostel. Hostel ist das, was du willst als Alleinreisender, als Backpacker. Dort triffst du am ehesten Reisende. Auch sind dort viele Alleinreisende und über allem steht natürlich, dass es um einiges billiger ist als Alleinreisende, wie in ein Hotel zu gehen. Im Hotel gibt es dann oft nur Doppelzimmer, wo du dann einen Preis zahlst, den eigentlich man sich zu zweit aufteilt. Im Hostel hast du dann deine Dorms, Schlafsäle auf Deutsch, in denen du mit mehreren Leuten zusammen im Zimmer bist. Man lernt auch extrem schnell wem kennen, wenn er einfach über dir schläft im Stockbett oder neben dir schläft. Da kommt man so schnell ins Gespräch und schon fühlst du dich gar nicht mehr so alleine. Natürlich hat es Nachteile, in einem Hostel, in einem Schlafsaal zu schlafen. Wenn wer schnarcht, kannst du es fast nicht überhören. Aber nimm einfach Oropax mit, das überlebst du schon. Auch haben sie oft eine Küche noch. Du hast einen Aufenthaltsraum, wo du andere Reisende kennenlernen kannst. Halt dich dort auf, du wirst angesprochen. Sprich du die Leute an, hauptsache wenn sie alleine sitzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie ebenfalls alleine reisen und sich über jedes Gespräch freuen. Und zu guter Letzt, der erste Schritt ist der schwerste. Wenn du einmal diesen Schritt gewagt hast und diese Reise alleine angetreten hast, glaub mir, das war das Allerschwerste. Danach hast du deine Erfahrungen gesammelt, bist du gewohnt am alleine reisen und es wird dir jede Reise leichter fallen. Du weißt einfach, sobald du diesen Schritt einmal gewagt hast, dass du es kannst, dass du es schaffst, dass du nicht alleine sein wirst, dass du nicht einsam sein wirst, dass dich eigentlich keiner bemitleiden muss, nur weil du keine Freunde zum Reisen hast, sondern jeder sich selber bemitleiden soll, der diesen Schritt nicht wagt. Wage einfach den ersten Schritt und du wirst sehen, das war der allerschwerste, diese Entscheidung zu treffen.